Ein Pigment zum Zeichen einer gemalten Welt, das Blut der finsteren Seele, das dem Loch im Sklavenritter Gael entströmte, wird von seiner Herrin Ariandel benutzt, um die gemalte Welt zu erschaffen. Als Gael den Zwergenfürsten begegnete, entdeckte er, dass ihr Blut vor langer Zeit vertrocknet war, und so kam es, dass er die finstere Seele verschlang. Der Zwergenfürsten ist einer der ursprünglichen Fürsten aus Dark Souls 1. Dieser kleine, schmächtige, den man gesehen hat. Und wir haben Sklavenritter Gael besiegt. Wir haben auch seine Seele. Die sehr finster aussieht. Die, ja, eine der verdrehten Seelen von Stärke erfüllt. Wir gucken mal, was wir am Feuerbandschrein damit craften können. Ja, das ist jetzt ziemlich bitter, denn es steht nur noch Medir aus. Es steht nur noch Medir aus und der Endboss. Das ist halt echt bitter. Weil ich weiß, dass ich Medir nicht schlagen werde. Also erstmal werde ich ihn nicht schlagen können, weil... Ihr habt es ja selbst gesehen. Dass bis auf den letzten Versuch eben, wo wir dann nochmal unter 50% bei ihm gegangen sind, war das alles nicht sehr erfolgsversprechend. Gewittersturm des namenlosen Königs, Seele des Zwillingsprinzen, Gaels Großschwert. Das Großschwert des Sklavenritters Gael und die einzige Waffe, die er von Anfang bis Ende trug. Das ursprünglich für Enthauptung genutzte Enkerschwert ist sehr schartig und durch zahllose Kämpfe blutbefleckt. Das sieht jetzt nicht so eindrucksvoll aus. Sturmkrummschwert. Drachentöter Schwertspeer. Repetierarmbrust. Diese Armbrust des Sklavenritters Gael wurde für das wiederholte Feuern auf ganze Gegnermeuten umgebaut. Durch zahlreiche Kämpfe und übermäßigen Gebrauch ist sie brüchig geworden, übersät mit Schmarren, Rissen und verkrustetem Blut. Wie sieht sie aus? Drachentöter Waffe aus dem Zeitalter der Götter mit einer der frühesten Formen eines Kreuzspeers, die sowohl als Schwert wie auch als Speer dient. Der Schwertspeer gehörte dem namenlosen König und gottgleichen Drachenjäger. Ihm wohnt die von ihm vererbte Macht der Blitze inne. Krummschwert, dem die Stärke der Sturmdrachen innewohnt, der namenlose König, ein Verbündeter der uralten Drachen, kämpft in zahllosen Schlachten an der Seite des Sturmdrachen. Als das riesige Untier fiel, beanspruchte der König seine Seele, so wie es im Zeitalter der Götter Brauch war. Okay. Boah, das einzig Sinnvolle, was wir jetzt noch skillen können, ist ja Leben. Ich meine, was sollen wir sonst noch skillen? Hatten wir nicht irgendein Schwert, was gegen Abgrundkreaturen mehr Schaden zufügt? Welche Waffe war das noch? Scheiße, ich glaube, ich weiß, welches Schwert das war. Wartet mal. Es gab eine Waffe, die besonderen Schaden macht gegen Abgrundkreaturen. Und Midir ist eine Abgrundkreatur. Würde ich jetzt mal behaupten. Er ist pechschwarz, er benutzt Finstermagie und er wurde doch vom Abgrund auch korrumpiert, mehr oder weniger. Der hat ihn verrückt gemacht. So wie es mich langsam verrückt macht. Wartet mal.
Großschwert des Wolfsritters wäre es gewesen. Oder macht das Farron-Großschwert vielleicht auch mehr Schaden gegen den? Wir müssten es ausprobieren. Aber was ich jetzt zuerst mal machen werde, ist gegen Hawkwood kämpfen. Ich gehe mal davon aus, dass Hawkwood jetzt nicht so wahnsinnig stark wird. Ich bin gespannt. Müsste ja hier sein. Da ist er. This is unexpected. Well, I've decided to stop running from my fate. Loathe me all you like. I shall take what makes you dragon. Hawkwood, der Deserteur. Funkelnder Drachensteinkopf. Kann ich das nicht einsetzen? Beziehungsweise, wie muss ich es denn einsetzen? Muss es hier hin? Wir müssen es ausprobieren. Fehlt uns irgendwas dafür? Ich befürchte, uns fehlt die magische Kraft dafür. Es wird auch ein Drachenkopf benötigt. Ja, den haben wir ja hier. Aber ich kann ihn nicht einsetzen. Ich wüsste jetzt nicht, wie das gehen soll. Hawkwood ist also besiegt. Wir müssen zur Senkengrube. Warum, fragt ihr euch? Da müssten wir Loot haben. Und zwar noch von dem Kampf mit Siris gegen diesen einen komischen, den sie besiegen wollte. Ja, hier sieht man's. Abendrothelm, Abendrotrüstung, etc. pp. Der Helm von Hodrik, dem heiligen Ritter aus dem Sonnenlosen Reich. Sein leichter goldener Helm, der einst in den Farben des Sonnenuntergangs schimmerte, ist jetzt verblasst und in fleckige Lumpen gehüllt. In diesem jämmerlichen Zustand soll er nun als irrer Ghoul die Schlachtfelder durchziehen und auf Freund und Feind gleichermaßen einschlagen. Boah. Schade, würde ich sagen. Dann hätten wir das also auch. Ja. Und nun verbleibt im Prinzip nur noch entweder der Ofen der ersten Flamme in der flammenlose Schrein, um das Spiel abzuschließen, oder Midir. Ich hatte gehofft, dass es nicht so weit kommt. Er oder ich. Sekte oder Zeltas.
weiß selbst, dass es nicht besonders erfolgsversprechend ist, aber wir werden das Ferengroßschwert probieren. Oh. Ich will nur gucken, ob ich damit ordentlich Schaden mache. Ich hätte gerne dieses Wolfsritter-Großschwert da gehabt. Weil, wie gesagt, mehr Schaden gegen Abgrundviecher und ich glaube, er ist Abgrund. Allerdings haben wir doch das Ferengroßschwert aus derselben Seele geschmiedet. Deswegen kann es ja sein, dass wir mit dem trotzdem mehr Schaden machen. Ist leider nicht so. Dem ist leider nicht so. Oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Oh, was mache ich da, was mache ich da, was mache ich da? Ist sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, wenn er diese Attacke macht in der zweiten Phase, sollte ich am besten irgendwie unter ihm sein. Wir müssen aufpassen, er dreht gleich seinen Körper. An ihm vorbei, an ihm vorbei, an ihm vorbei, an ihm vorbei. Das hat jetzt nur 200 Schaden gemacht, aber ist besser als gar keinen Schaden. Ja. Fuck. Mann. Volle Kanne in die... Ich krieg volle Kanne jedes Mal in die fucking Fresse. Und kann nichts tun. Ich weiß nicht, ob ich besser ausweichen muss oder sowas. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht wie. So, müssen wir mal mit einem kleineren Schwert vielleicht versuchen. Vielleicht das Irithil-Schwert? Ich habe keine Ahnung. Wirklich. Überhaupt keine Ahnung mehr. Und wetten, der Endboss ist sau easy. Ich wette mit euch, der Endboss ist scheiße einfach. Und die schwerste Bedrohung, die ich eigentlich habe, ist Midir. Bei keinem Boss mehr Versuche gebaut als bei ihm. Keinem. Nicht ansatzweise. So witzig, manche haben mir erzählt im Vorfeld oder jetzt kurz davor, ja, der schwerste Boss ist Sklavenritter Gael. Ich so, wer soll das sein? Und zweiter Versuch. Ich meine, das ist so unterschiedlich, für welchen Spieler was wirklich schwer ist. Und für mich ist der unschaffbar. Echt ist das jetzt nicht. Der macht zwar nur 200 Schaden, aber ich verbrauche natürlich viel weniger Ausdauer. Wieder.
Aua. Natürlich. Dauert natürlich so Ewigkeiten, ihn platt zu balzen, ne? Also wirklich Ewigkeiten. Ich meine, ich pieke so ein bisschen an ihm rum mit diesem Schwert. Wieder der Move, ey. Wir trotzen dem Feuer. Bleib lieber zurück. Ich habe gelernt, dass ich mich von diesem Scheiß eher fernhalten sollte. Das ist gerade ein gutes, sehr gutes Trainingscamp für mich. Um so ein bisschen mal seine Fähigkeiten auf die Kette zu kriegen. Und vielleicht endlich irgendwann mal zu schnallen, wie ich ausweichen muss. Bei manchen Attacken weiß ich es nämlich offensichtlich einfach nicht. So, dann müssen wir so ausweichen. Nochmal. Zweimal hintereinander ist ziemlich unfair. Und wieder
wieder total reingelaufen. Och Mann. Der macht ja nur noch diese Wichs-Attacke. Und ich erwische seinen dämlichen Schwanz gar nicht mehr. Ja, das war jetzt wichtig, dass wir das wegblocken. Warum habe ich denn das jetzt gemacht? Ich dachte, er macht die andere Attacke. Die, wo er dann die Laserstrahlen schießt. Aber der lief nicht mal schlecht, der Versuch. Wir dürfen nicht zu gierig sein. Ich darf nicht zu gierig sein. Zu gierig, was die Schläge angeht. Ich darf höchstens zweimal mit diesem Schwert zuschlagen. Und ich darf nicht immer wechseln. So. Das hat sich öfters jetzt auch als Fehler herausgestellt. Und wir hatten Glück, er hat gar nicht diese mega fette Laserattacke gemacht. Ich glaube, wenn wir bei dieser mega fetten Laserattacke bei ihm stehen, dürften wir ja auch nicht erwischt werden. Wir waren jetzt ja auch den Großteil eigentlich immer unter ihm. Und langsam hat man das so raus, wie man kämpfen muss. Und wir dürfen nicht so oft die Kamera auf ihn machen. Ja, gut ausgewichen. So, dann dreht er sich uns schön zu. Jetzt hauen wir einmal. Dann weichen wir auf. Dann machen wir die. Das war nichts. Jetzt hat er noch einen mitgekriegt. Kleiner Ficker, der bricht tatsächlich die Attacke ab. Einfach blocken. Feuerattacke einfach wegblocken. Ah, fuck. Den hätte ich kommen sehen müssen. Nein. Ja. Lauf, warum läufst du denn nicht? Fuck, die hätte ich auch kommen sehen müssen, aber...
Scheiße. Fuck. Ein Treffer. Warum? Warum haben die mich denn jetzt schon wieder beide erwischt? Ja, Mann, ey, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist so ein nerviger Bosskampf. Es ist so nervig und so unnötig. Ich habe mich gerade vorhin so gut geschlagen. Mit diesem kleinen Pissschwert. Dann nehme ich es auch wieder. Obwohl der Kampf dann endlos lang wird. Aber offensichtlich soll ich ja damit kämpfen. Dabei nimmt er noch nicht mal Eisschaden. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich das Schwert nehme, aber ich nehme es halt. Wie viel Schaden macht denn das andere Schwert? Das macht 387. ...412. Ja, dann nehmen wir doch das. Dann pieken wir ihn jetzt hier mit. Mit Sicherheit amüsiert Midir sich köstlich hierbei. Ich kämpfe gegen einen Drachen mit einem Zahnstoff. Er rennt nicht. Er fucking rennt nicht. Er ist fucking nicht gerannt. Er macht es manchmal einfach nicht. Es regt mich so auf. So, jetzt wird er sich drehen wahrscheinlich. Oder hochspringen. Und scheiße sein. Erwischt. Ja, ist klar, das Spiel kennen wir ja schon. Wie man manche Treffer reinkriegt, ist mir übrigens ein Rätsel. Ein verdammtes Rätsel.
Es ist einfach lächerlich. Es ist einfach wirklich nur noch lächerlich. Lock ist weg. Zurück. Oh, Scheiße. Ich beende das jetzt an der Stelle, weil ich habe keine Lust mehr. Ich habe einfach überhaupt keine Lust mehr. Ich weiß auch nicht, ob ich den noch mache. Ich weiß es einfach nicht. Ich sehe gegen den überhaupt kein Land. Es ist egal, was ich mache. Vielleicht ist es das erste Mal in der Dark Souls-Serie, dass ich wirklich vor einem Boss kapituliere. Und das fühlt sich nicht gut an. Ich werde darüber nachdenken. Denn, wie gesagt, wir haben jetzt nur noch das Ende des Spiels zu tun und den. Ich sehe keinen Sinn darin, das eigentlich jetzt noch weiter tot zu reiten. Hä? Obwohl ich diesen Drachen nicht reiten kann. Aber ja, ich werde mir was ausdenken. Aber wir schauen mal. I want you for an adventure.